True. Ja, broer. Wen wens je dan am Sonntag wählen? Oh, Bruder, ich will wahrscheinlich diesen Lugner. Das geht leider nicht. Oh, dann will ich wahrscheinlich diese Strache. Geht leider auch nicht. Was ist los? Warum? Was ist mit meinen zwei Homeboys? Entschuldigung, ich würde eine kurze Frage stellen. Wen wählen Sie denn am Sonntag? Nein, ich werde natürlich den Sebastian wählen, weil den wählen jetzt alle Mädels aus der Frühstücksrunde. Okay. Grüße. Grüße. Wen werden Sie denn wählen am Sonntag jetzt? Na ja, ich wähle ihm Randy Wagner. Die Frau Dr. Randy Wagner, meinen Sie? Wusste, sie ist eine Frau? Gibt's ja nicht. Ich hab gedacht, das ist ein fescher Bauer. Wen wirst du wählen am Sonntag? Ja, da gibt's für mich eigentlich nur den Werner Kogler. Okay. Weil den kenne ich persönlich, mit dem war ich mal im Flex. Mhm. Schwerer Drangler, der Typ. Okay. Der hat mich unter den Tisch gesoffen, sowas habe ich selten erlebt. Ich habe einfach extremen Respekt vor ganz massiven Rauschlern, die trotzdem Erfolg haben im Leben. Das ist irgendwie Goal. Naja, Ibiza-Skandal, ne? Oh, Ibiza, ich sag dir, das ist so lächerlich, wenn ich mit meinen Kollegen runterfahre auf Ibiza und du machst ein Private-Video von uns in unserer Suite. Mhm. Bruder, ich sag dir, da ist nichts unter FSK 12, weil da kommen Koks und Nutten so wie der Room-Service. Nee. Das ist so lächerlich, ja, das Ganze. Und warum genau die ÖVP? Ja, ich bin auf jeden Fall für Leistung. Also das kann einfach nicht sein, dass man die ganze Zeit immer nur rumheult. Das soll man einfach selber erben. Manchmal muss man einfach im Leben die Ärmel hochkrempeln und was tun. Reich geheiratet wird nicht von alleine. Ja. Und die Pepper, die freut sich schon wieder so auf die Jagdsaison. Das will man ihr doch hoffentlich nicht verbieten, oder? Nein. Aber aus welchen Gründen wählen Sie die SPÖ? Na, allerweil wegen einer anständigen Notstandshilfe. Ich bin ganz ehrlich, den Krankentransport und das Magenauspumpen jeden Samstag auf die Nacht könnte man sonst nicht finanzieren. Und ohne dem ganzen Kindergeld könnte man auch nicht Frau und Freundin leisten. Mhm. Und ich bin ganz ehrlich, bei so einem massiven Weltproblem, das war halt sonst auch nicht im Budget. Und warum die Grünen, genau? Naja, ich fände es zum Beispiel schon leibend, wenn alles innerhalb vom Gürtler Begegnungszone wäre. Mhm. Mir ist Naturschutz extrem wichtig, da braucht man mehr Awareness. Vielleicht statt Stephansplatz, G. Thunbergplatz oder so. Okay. Und ich bin voll für Gleichberechtigung, also auch Tiere müssen Menschenrechte haben. Okay. Und warum genau wählen Sie eigentlich die FPÖ? Ah, Bruder, wegen dieser Ausländer. Woher kommen Sie eigentlich, wenn ich fragen dürfte? Ich komme aus Zente, da ist auch gar nicht so schlimm, aber ich war letztens wieder unten auf Serbien die Baba besuchen und ich sagte, Bruder, nur Ausländer dort, deshalb spricht keiner Deutsch, das geht gar nicht. Na, außerdem stimmt. Muss ich sagen, die FPÖ hat die überzeugendsten Werbevideos. Naja, super, dann schönen Tag noch, oder? Danke, Bruder. Find ich deine Schwester geil.